damit heiße ich euch herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem ja, kleinen neuen Let's Play. Wir werden mal gucken, wie lange wir das spielen. Ist ja auch erstmal nur übergangsweise, weil wir mit Mappies gerade nicht dazu kommen, da Hunter aufzunehmen oder andere Spiele. Wir befinden uns in Afrika vor 10 Millionen Jahren. Eigentlich ganz schön. Eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Und bitte snack mir nicht den kleinen Affen weg. Gut, besser ist es. Boah, können wir auch als so Krokodiler so eine Schlange spielen? Krokodiler auch noch nicht. Doch, bei dem läuft sehr gut. Bei dem läuft sehr, sehr gut. Jawohl. Als Schlange zu spielen wäre auch ziemlich geil, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von dem Spiel nicht viel gesehen. Ich weiß nur, dass ich es immer mal spielen wollte. Aber mal so eine halbe Stunde irgendwie ab und zu mal in Let's Plays oder so reingeschaut. Und ich glaube, wir lernen gerade so ein bisschen die Nahrungskette. Wobei ich nicht weiß, ob Krokodile zum einen so leicht zu knacken sind. Und überhaupt wirklich großartig natürliche Feinde haben. Wie Panther. Ja, Panther und sowas oder Leoparden, Krokodile. Bin mir nicht ganz sicher. Doch, ich meine, ich habe mal ein Video gesehen. Aber ich glaube, es ist eher die Ausnahme, ne? Naja, wir sind bei Ancestors. Und sehen einen toten Fisch. Sind im Teil 1 vor unserer Zeit. Ich habe mal das Tutorial angemacht, weil ich wirklich gar keine Ahnung von dem Spiel habe. Und spiele das mit Maus und Tastatur. Vielleicht ändere ich das später auf Controller, weil ich bin ja Controller-Spieler. Müssen wir mal schauen, inwieweit das dann am Ende vielleicht besser ist. So, das ist unser Stamm. Unser Stamm heißt natürlich die Knights. Ihr wisst ja, Jason Knight ist quasi das perfekte Endstufe. Achso, muss ich das machen? Nee, konnte ich gar nicht. Okay, ich möchte dir mal kurz erklären, wer wir sind. Oh nein, das ist der kleine Affenjunge, glaube ich, ne? Okay, lange Sicherheit, bin da versteckt, da sind, oh mein Gott, kann ich hier hoch? Ja, ne? Warum ist da ein Leopard? Drücke E, um Intelligenz zu nutzen. Plattwerk und Schling. Springe und halte dann, um das Plattwerk oder Schlingding zu erreichen. Ich möchte jetzt gar nicht springen. Ich weiß ja nicht, ob das so sicher ist, was wir hier machen. What the fuck, Digga? Ey! Du bist hier irgendwo weg. Warte, wir springen da runter. Okay, er hat sich festgehalten, das ist schon mal gut. Maschine. Wir müssen irgendwo was anderes weiter. Hier rüber. Sehr gut. Wie komme ich denn hier weg? Ist es jetzt hier gefährlich oder nicht? Hier kommt doch kein Panther drauf. Hier kommt doch niemand drauf, oder? Bewege wenig, um bei Intelligenz zu bleiben. Aber hier vorne kommt doch niemand hin. Oder muss ich weiter weg? Oh, das war, glaube ich, ein bisschen arg weit. Geh wieder hoch. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ich glaube, auf den Bäumen sind wir sicherer. Auch wenn der ziemlich langsam ist und überall diese. Es wäre eigentlich ziemlich einfacher, wenn wir diese Leoparden sehen würden. Oder Panther oder wie auch immer. Je höher wir gehen, desto eher kommt er doch nicht hinterher, oder? Ja klar, hier können dann Schlangen und so weiter sein. Aber jetzt mal, wenn man das realistisch sieht. Ja, nein, hier kommt doch kein. Also hier, spätestens hier, bricht doch dieser Ast ab. Was ist Kuh-Sinne? Ja.
Wir rufen mal, finden wir jemand? Nee. Ich check halt nicht. Da kommt doch keiner her, das ist doch Schwachsinn. Da müssen wir jetzt so ewig weit weglaufen. Weil hier weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich hinspringen soll. Ja doch, wir können hier rüberspringen. Ui, das war ein weiter Sprung. Das war ein sehr weiter Sprung. Und haben wir was gebrochen? Nee, scheinbar nicht. Komm, geh wieder hoch. Ja, hier sind wir, glaube ich, nicht so sicher. Springen wir mal hier rüber. Jawoll. Schön auf die Palme drauf. Gut, aber hier ist Endstation. Kommen wir da rüber gesprungen? Das bringt uns aber auch nicht viel, ne? Wir müssen hier eigentlich auf den, also auf den großen. Komm, komm, komm. Kann er nicht rennen? Das sieht aus nach, das sieht ein bisschen nach Kratzspuren aus, ne? Oder sind es einfach normale Baumringe? Also nicht Ringe, ne? Aber ihr wisst ja, ist das normal bei dem Baum? Keine Ahnung. Ja, hier ist irgendwo noch so ein Bruder, der uns da verfolgt. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Müssen wir jemanden finden? Oder nicht? Hier ist überall irgendwo gefahren, noch sind wir aber nicht gestorben. Ui, das war ziemlich nah. Aber man sieht halt auch nichts, ne? Ja, verpiss dich. Komm, geh hier rüber. Meister. Oh nein, nicht. Bruder, was machst du denn? Wo gehen wir denn am besten hin? Nee. Darüber. Oh. Oder er ist aber auch wirklich dumm, ne? Er schafft es ja wirklich gar nirgends hin. Komm. Schnell hoch. Wieder auf den Baum. Wenn da bringt uns gerade nicht viel rüber. Dann können wir versuchen, hier rüber zu springen gleich. Oder vielleicht von dem. Oh, oh. Oder wie rufen wir nochmal? So, einmal hier rüber. Eine Schlange. Da ist auch gefährlich, ne? Hier ist überall gefährlich. Wo müssen wir lang? Warte mal. Kommt uns jetzt jemand zur Hilfe oder nicht? Junge, was ist das denn hier? Hör mal. Nein! Ach Digga, ich komme auch nicht klar mit dem Spiel. Das ist nicht für mich gemacht. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das richtig ist, dass wir hier auf den Baum gehen, aber auf dem Baum sollten wir doch am sichersten sein. Da oben ist irgendwas. Ne, es war ein Vogel. Geh doch hier drauf. Na. Jawohl. So, hier weiter hoch. Ich hole mal ganz kurz. Was ist denn unsere Mission überhaupt? Was würdest du tun, um in der Wildnis zu überleben? Dieser spontane genetische Mutation, Stoffwechsel. Vater Kau, Mutter Ick. Ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, weil wir kommen ja gerade nicht dazu. Warum wir die Knight sind. Wir haben ja Jason Knight, habt ihr ja alle kennengelernt.
Wir laufen jetzt mal am Boden, Gott sei Dank. Vielleicht ist es besser. Sollte eigentlich nicht so sein, aber. Oh, da ist eine Schlange. Okay, ich glaube, auf dem Boden ist echt nicht gut. Da sind die doch ziemlich nah. Ich seh die aber, muss ich sagen. Da ist die Schlange. Ich sehe sie unten. Ich habe die Schlange gesehen. Alter. Die ist riesig. Wir gehen einfach mal weiter hoch. Gehen einfach ganz nach oben. Nö, da ist niemand. Ich sehe niemand. Hier kommt doch kein so ein Leopard drauf. Kein einziger. Kommen wir darüber gesprungen? Sehr gut. Ja, Jason Knight, Endstufe der Evolution, ne, haben wir alle gesehen bei Darby County. Wer ihn nicht kennt, schaut sich einmal unser Darby FM Safe an, würde ich sagen. Und hier ist wieder jemand auf dem Baum scheinbar. Uiuiuiui, hier ist ziemlich viel. Lass uns mal hier rüber gehen. Da kommen wir noch weiter hoch. Vielleicht auch weiter hoch das Beste ist. Weil dann ist der Sturz auch höher. So, Meister, geh hier rüber. Ja. Oh, hier oben ist hier irgendwas. Sollen wir das kaputt machen? Können wir das überhaupt machen schon? Nee. Also, wir sind jetzt ganz, ganz oben. Ich dachte gerade erst vom Vogelnest, aber. Wir inspizieren mal. Was haben wir hier gefunden? Irgendeine Frucht? Warum wird das so schwarz hier? Ist das gefährlich? Nee, eigentlich nicht, ne? Junge, hier ist doch niemand. Hier ist doch niemand. Kein Mensch kommt hier hoch. Oh ja. Da ist jemand. Das stinkt auf jeden Fall, glaube ich. Wir lassen es mal fallen. So, kleine Ablenkung. Aber da sind noch mehr. Kommt hier was hoch? Sah kurz so aus, ne? Junge, hier kommt doch keiner. Geh wieder runter, komm. Er will nicht runter. Okay, dann springen wir. Easy. Spring nochmal. Oh, halt dich fest! Bruder. Oh mein Gott. Okay, ich bin nicht geeignet für dieses Spiel. Was sind diese Geräusche? Ist das Gefahr? Ja, ich glaube, ich muss zu diesem Affengeräuschen, kann das sein? Nö, Bruder. Du machst mir keine Angst. Ja! Ich höre euch, ich komme. Mami, Papi. Schaffe ich den Sprung darüber? Yes! Okay, ich setze mich kurz da oben hin und dann höre ich nochmal kurz. Ja. Warte mal. Boah, ich bin ein bisschen übervoll. Hier hinten müssen wir da hin. Ist es das, wo wir hin müssen? Es wird uns so angezeigt, ne? Kann sein, dass wir auf den Baum rüber müssen. Warte mal. Oder lass mal bitte den Baum einfach los. Hier, genau. Gehen wir da hoch.
Wir springen jetzt darüber. So, ich vertraue jetzt einfach mal unserer Intelligenz. Welcher war das? Der. So, Bruder, springen wir? Jawohl. Der große hier vorne war das, ne? Okay, gucken wir mal, ob das jetzt richtig ist. Da war ein Kästchen. Meister, drehe ich einfach um, danke. So, kommen wir da rüber gesprungen. Da ist irgendeine Gefahr, aber das ist uns egal. So, wo waren das? Irgendwo hier unten war das doch. Oder verarschen die mich? War da eine Schlange? Laufen wir jetzt zu der Schlange. Okay, hier ist aber wirklich gar nichts. Also so intelligent können wir dann nicht sein. Nee. Gut, dann war das nicht der richtige Weg. So, wir hören mal weiter. Da drüben sind Affen, die verarschen uns, glaube ich, ne? Die ändern auch ihre Richtung die ganze Zeit. Jetzt kommen die von da hinten. Ich muss auch noch mal. Ja. Von da kommen Geräusche, aber die Frage ist. Sind das unsere Freunde oder sind das Feinde? Ich check's halt nicht genau. Ja, Bruder, komm doch einfach zu mir. Okay, also ich folge jetzt einfach den Spuren, wie ich sie hier höre. Das heißt, wir müssen irgendwo in die Richtung. Ja, keiner macht mir Angst. Lauf, lauf. So, ich guck mal ganz kurz einmal, dass ich die ganze Steuerung hier richtig drauf hab. Nice. Wo finde ich denn die Tastenbelegung? Ah, hier. So. Intelligenz ist EQ ist Sinn. Kommunikation, rechte Maustaste, ja. Zielinteraktion. Auf Intelligenz konzentrieren. Auf Sinne konzentrieren. Jetzt schlaf. Sollen wir einfach mal schlafen gehen? Vielleicht kommt ja ein Affe zu uns. Oder einer von unseren Brüdern. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch einen Stamm haben oder ob die alle schon weg sind. Gehen wir den Sprung auf den Baum rüber. Ich weiß nicht. Der guckt, der ruft immer von woanders. Ja, von da drüben. Also. Rückwärtsgang, junger Mann. Ja. Gerade so. Komm. Jawohl. Okay, er wird besser. Okay, wir müssen weiter darüber. Sollen wir einfach ein Risiko jumpen? Nee, ich sehe ja gar nichts. Nee, das machen wir nicht. Komm wieder runter. Oh, das. Junge Maschine. Zum Glück hält er sich fest. Wir müssen darüber auf den Baum. So, einmal hier runter. Oder einmal andere Richtung, danke. Sehr schön. Ja, ihr macht mir keine Angst. So, jetzt haben wir nichts mehr zum Springen. So, oder ist es hier unten? Ach, kriegen wir das hin? Nee. Das war zu hoch. Schnell wieder auf den Baum hoch. Nein. Ich glaube, es heißt auch nicht unbedingt, dass da jemand ist, ne? Das heißt einfach nur, dass da die sich auch aufhalten können. Oder typischerweise aufhalten. Da! Was soll das? Kein Affe, oder?
Also die ändern aber auch dauernd ihre Richtung. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, den Affen zu folgen. Ich würde mal sagen, ich mache mich da mal ein bisschen schlau, dass wir in der nächsten... Da war noch was. Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt stehen bleibe. Hier ist irgendwas. Ist gut oder schlecht? Da unten auf dem Boden war gerade auch Action. Also da drüben. Oh! Ich bin safe! Ich bin safe! Ich glaube, ich bin bei meinem Stamm angekommen. Kann das sein? Habe ich es geschafft? Uhu! Hallo! Ich bin zu Hause. Gehen wir hier rüber. Komm, Bruder. Bring da. Easy. Und nochmal eins runter. Sehr gut. So, wo sind meine Freunde? Boah, Junge, Alter, die Fingernägel, die sind weg. Hä? Ich dachte, ich war sicher. Bin ich jetzt? Okay, ich war scheinbar doch noch nicht so ganz sicher. Bin wieder zurückgegangen, ne? Okay. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Ich kletter einmal noch mal kurz nach oben. Ja, ihr macht mir keine Angst. Ich muss nur einen Meter weiter, dann bin ich sicher. Weg mit euch, weg mit euch. So. Meister, einmal hier rüber. So, ab hier sind wir wieder safe. Ich sehe nur noch keine Homies. Ich check's nicht ganz. So, sind es die, die wir schon mal hatten? Diese stinkigen. Ich glaube, die schmecken nicht so gut. Oder doch? Schmecken die dir? Bruder, probier nochmal. Hm? Ich kann es nicht ganz deuten. Also ich dachte eigentlich, dass... Ja, ist anders. Ja, beruhig dich. Wir lernen jetzt aber nicht viel mehr, wenn wir das öfter inspizieren, ne? Ja, du bist ein Süßer. Lass das mal fallen, ne? Da! Hallo! Hä, was ist mit dir los? Hallo? Okay, ihm geht's glaube ich echt nicht so gut. Okay, da ist die magische Grenze scheinbar. Da kann ich nicht mit dem interagieren. Hey, Bruder. Okay. Na gut, dann gehen wir mal in Sicherheit. Digga, er stirbt da einfach. Aber wir können scheinbar nichts für ihn tun. Okay, sehen wir noch jemand? Da vorne ist irgendwas. Okay, da ist unser Heimatstamm, glaube ich. Das heißt, ich springe jetzt hier mal rüber. Ich glaube, hier sind wir auch sicher, ne? Da sind die Knights. Die Anfänger der Knights. Meint ihr, das ist der junge Jason hier? Ja, hier sind wir safe. Mami, Papi, ich bin zu Hause. Und da gibt es überhaupt. Hallo. Ach, guck mal, wie er sich freut.
Oh ja, und dein Kollege kommt. Na, hast du ein paar Läuse mitgebracht? Oh ne, will er doch nicht. Hm. So, sind das unsere Eltern? Ne, die sind gestorben, dachte ich. Zumindest unser Vater. Oh, wo ist Papa? Wo ist Papa? Oh, hey, beruhig dich, beruhig dich. Nicht streiten, nicht streiten. Okay, sie haben sich vertragen. Wir sind glücklich, wir sind zu Hause. Boah, es war ein langer Weg. Also ich war schon, zwischendurch dachte ich kurz, das wird nichts mehr. Aber wir haben es geschafft. Es ist Tag 3 sogar schon. 6.50 Uhr, das heißt Zeit. Ah, warte mal, Vitalität des Avatars. Lebenserwartung wird durch Vergiftung, Verletzung und Erschöpfung gemindert und wird durch das Alter des Avatars gemindert. Okay, verstehe. So, Kondition. Durch Intensität einer Aktion gemindert, kann durch Essen, Trinken, Schlafen wieder aufgefüllt werden und wird durch die Lebenserwartung begrenzt. Ja, perfekt. Und Energie wird durch deine Aktion gemindert, füllt sich automatisch auf, wird durch das Konditionslevel begrenzt. Super. Sehr schön. So, noch was. Vitalität deines Avatars wird nach dem Schlaf von einer Stunde oder mehr aktualisiert. Hängt von deinem gesunden Lebenswandel ab. Alles klar. Kontextbezogene Aktionen. Bewege dich nicht, um alle zur Verfügung stehenden kontextbezogenen Aktionen zu sehen. Sie variieren je nach Situation. Ja. Und das war's. Das war's. Unser kleiner Affe chillt jetzt am Wasserfall mit seinen Freunden. Komm. Jawohl. Ey, Junge, ich bin ein Kind, hör auf dich am Arsch zu kotzen, wenn ich vorbeilaufe. So. Ich glaube, hier machen wir ein Ende, es ist ziemlich schön. Kann hier noch hochklettern irgendwo? Komm, setz dich hier hin. Nee, nee, nee. Jetzt dreh dich aber um. Bist du ein Kuh? Ja, na, ich möchte es von weiter raus haben. Ach komm, er versteht's nicht. So, komm. Okay. Freunde, ich verabschiede mich von den Völkchen. Mit meinen neuen Freunden. Ich kann die auch analysieren. Das machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein und sagt mir mal, was ihr vom Spiel haltet. Ich finde es bisher ganz okay. Schauen wir mal, jetzt geht es ja erst richtig los. Gehe ich von aus. Ciao, ciao.